Herzlich willkommen bei topfgucker.tv.de. Hallo, ich bin die Maria aus der Bachstelze. Frischer Basilikum, voilà, haben wir fertig. Viel Spaß beim Nachbacken und Nachkochen. Und lassen wir es da ganz langsam erwärmen. Jetzt müssen wir uns machen die Brezelnudeln. Zum Wohl, Dankeschön, gell? Dann stülpen wir das um die Flasche drumherum und dann setzen wir den einfach in die Mitte mit rein. Und wenn Sie sehen, wunderbar saftiges Fleisch. Wir haben eine wunderbare, frische Brandenburger Gans, die Sie in aller Freude und mit gutem Gewissen genießen können. Sie sehen also butterweich, herrlich. Man kann ihn förmlich von der Krete runterziehen. Und das wäre das klassische Karpfenblau. Ich mache aus mehreren Rebsorten einen Cuvée, der dann besser ist als die einzelnen Rebsorten. Ja, Steffen hat es ja schon erzählt, der weiße Stoff, das ist wirklich ein genialer Wein. Heute kombinieren wir das mit Kürbis. Knautschi mit Kürbis und weißen Stoff. Sie sehen schon, die Feuchtigkeit zieht schon in den Kakao rein. Mir hat man erklärt, dass der Geschmack so besser vom Kakao und dem Tiramisu sich verbindet.